aus Köln. Hier ist die Petra von Stempel dich bunt und heute habe ich mal wieder eine Idee, die vielleicht eher was für einen Mann ist, mitgebracht. Und zwar habe ich letztens beim Einkaufen so eine Packung Snickers in einer Limited Edition, wie es auch hier nochmal groß vermerkt ist, Limited Edition gesehen. Und zwar sind das Snickers mit Haselnüssen drin. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wenn ich Limited Editions sehe, dann habe ich den totalen Kaufdruck. Auch wenn ich noch keine konkrete Idee habe, ist egal, wenn es irgendwas nur Limited gibt, dann muss das mit. So, dazu hatte ich jetzt aber dann ziemlich schnell tatsächlich eine Idee, weil nämlich einer unserer Freunde letztens erzählt hat, dass er so ein Snickers-Fan ist, habe ich gedacht, jetzt bekommt er auch mal, wird er auch mal bebastelt. Und habe mir eben diese Box überlegt und ja, das ist eine einfache zweiteilige Box, Unterteil, Deckel, aber eben so ein bisschen neutraler, ja, vielleicht eben für einen Mann eher dann gestaltet. Und wenn du die nachbasteln möchtest, dann brauchst du Farbkarton. Und ich habe mich hier an den Farben natürlich des Snickers orientiert und habe deswegen Farbkarton in Gartengrün genommen. Und der hat das Maß von 14,85 x 8,5 cm, also der Bogen in der Mitte geteilt und dann eben 8,5 cm breit. Da bekommst du nämlich aus einem DIN A4 Blatt 4 Unterteile und es wird gefalzt reihum bei 2,5 cm. Wie immer schreibe ich dir die Maße in den Blogartikel. Der ist in der Infobox verlinkt, du musst nichts mitschreiben. Und den Deckel falze ich dann auch direkt mit. Dafür habe ich mir Designerpapier aus dem kleinen Block Holzdekor ausgesucht. Das muss ich jetzt noch zurechtschneiden. Und zwar hat das ein Maß von 15,2 x 13,5 cm. Und die 15,2 cm ist das Maß für die lange Seite sozusagen. Das heißt, wenn die Maserung von rechts nach links laufen soll, dann muss auch in der Ausrichtung das Papier 15,2 cm lang bleiben. Und in der anderen Richtung wird es dann auf 13,5 gekürzt. Und gefalzt wird das an der langen Seite rechts und links bei 2,5 cm. Und auf der kurzen Seite rechts und links bei 2,4 und bei 4,9 cm. Und dann kann das Schneidebrett zur Seite gelegt werden. Ja, und jetzt geht es erstmal weiter, wie das mit so Boxen weitergeht. Ich knicke alle Falzlinien nach und dann schneide ich das Papier zurecht. Und zwar schneide ich bei dem Farbkarton an der langen Seite jeweils die Falzlinie bis zur Kreuzung ein, schneide rechts und links Keile raus und das mache ich dann an allen vier Ecken. Und bei dem Designerpapier, da schneide ich an den Seiten mit den vielen Falzlinien, also mit den vier Stück, die Falzlinien alle bis zur ersten Kreuzung ein und jeweils die beiden inneren kleinen Bereiche, das werden die Klebelaschen, das heißt, da schneide ich dann auch Keile raus, rechts und links. So sieht das dann aus und die vier äußeren Ecken, die brauchen wir nicht, die werden ganz rausgeschnitten und zwar schneide ich da die Falzlinie dann auch mit aus, sodass also hinterher dieser äußerste Streifen ein kleines bisschen schmaler ist als der zweite Streifen, damit ich den einklappen kann und damit dann da nichts mehr an den Seiten rausguckt. Das mache ich auch auf beiden Seiten und dann präpariere ich das Designerpapier schon und zwar klebe ich auf der inneren Seite auf die an den langen Abschnitten ganz außen einen Streifen doppelseitiges Klebeband. Den klebe ich auch direkt an die Kante und dann kann der Deckel zusammengeklebt werden und der Boden auch. Der ist ja auch noch nicht zusammengeklebt. Das heißt, da kommt auf die Klebelaschen Klebemittel. Ich nehme hier den Tombow, kommt auf alle vier Klebelaschen und dann klebe ich das bündig und gerade zusammen. So, der Deckel ist jetzt auch fertig präpariert und bevor ich den zusammenklebe,
stanze ich die Grifflöcher ein. Dafür klappe ich einmal diesen langen Umschlag nach innen und dann habe ich mir die Stanze aus der Männerserie rausgesucht und damit stanze ich dann so eine kleine Ecke da rein. Die Stanze heißt Anhänger nach Maß. Übrigens, das kann ich mir immer nicht so gut merken. So, und da gucke ich eben, dass ich die so, ja, so mittig wie es geht positioniere, auf beiden Seiten, dass das die Einbuchtung auf beiden Seiten gleich groß ist und eben möglichst gerade. Und das muss auch vorher gemacht werden, denn hinterher kommt man da nicht mehr ran. Habe ich eben festgestellt. So, also habe ich noch schnell einen neuen Deckel gemacht. Der kann jetzt auch zusammengeklebt werden. Dafür kommt auf die Klebelaschen auch nochmal Tombow. Und weil der Deckel ja aus Designerpapier besteht, hatte ich eigentlich die Idee, dass der eben doppelt gelegt wird. Aber das ist ja das kleine Papier und da reichte dann das in der Länge nicht aus. Aber durch diese Klebelaschen, die relativ weit sich überlappen, hat man also auf den kurzen Seiten das Papier auch im Grunde nochmal doppelt liegen. Da siehst du also, es geht fast bis zur anderen Seite und das macht das Ganze dann nochmal einen Ticken stabiler. Deswegen habe ich die Klebelaschen hier auch nicht gekürzt. So, und wenn da dann alles gut zusammengeklebt ist, ziehe ich die Schutzfolie von dem doppelseitigen Klebeband ab und schlag die Laschen dann nach innen um. Dann kann jetzt auch das Snickers schon in die Box rein. Und die Dekoration, die fällt jetzt auch so ein kleines bisschen gemäßigter aus, als ich das sonst gerne mache. Ich nehme hier das Satinband in Gartengrün. Da schneide ich mir ein Stück ab und binde einen Knoten. Für das Etikett habe ich mir ein Reststück Farbkarton in Savanne genommen und außerdem aus dem Stempelset Gruß nach Mars den Spruch Genieß deinen Tag im großen Stil. Den stempel ich jetzt einfach einmal auf. Und stanze ihn dann mit der Stanze aus. Außerdem noch einmal das Etikett in Farbkarton Espresso. Und den schneide ich jetzt in der Mitte durch. Das kann ich mit dem Schneidebrett machen oder so nach Augenmaß. Das spielt keine Rolle. Und das klebe ich jetzt hinter das Etikett in Savanne. Und zwar so, dass da so ungefähr 2 mm oben rausgucken von dem dunklen Etikett und unten natürlich genauso, so dass man da so einen kleinen Rand noch mal hat. So. Und das Ganze klebe ich dann mit 2 Dimensionals auf der Verpackung fest. Und dann kommt noch einer von den Knöpfen, die finde ich ja so schön. Ich habe hier den kleinen genommen. Der kommt mit einem Glue-Dot. Hier sind sie. So, und damit ist die Verpackung dann auch schon fertig. So ein bisschen reduziert im Ganzen. Ja. Also ich hoffe, dir gefällt die Idee. Mal wieder eine Sache für Männer. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.